Dann schauen wir uns doch mal jetzt die While-Schleife auf dem Arduino an. Wie programmiert man sie? In diesem Fall möchte ich heute etwas anderes programmieren. Und zwar, ich möchte ein Muster erzeugen mit der LED, das immer schneller blinkt. Wir fangen, sagen wir mal, mit 2 Sekunden an und dann soll sie immer schneller und schneller werden, bis es ganz ausgeht und dann wieder von vorne. Dafür bastle ich mir folgenderweise die While-Schleife zusammen. Ich sage, while i ist Größe 0. Wir wollen ja nicht in negative Zahlen kommen. Dann blinke ich. Das rücken wir uns jetzt hier schön ein, damit es ordentlich bleibt. Die Zeile brauchen wir hier nicht. Und zwar, ganz wichtig, habe ich ja bereits gesagt, dass wir nicht vergessen, die Variable hoch oder runter zu zählen, damit wir irgendwann mal aus dieser Schleife raus sind. Und ich werde i so runterzählen, dass es immer um 1 runter geht. Das heißt, ich muss i auch definieren und ich werde hier als ersten Wert eine 10 geben. Damit haben wir 10 Durchläufe von der Schleife, das ist schon mal ganz gut. Diesmal werde ich aber blinken, indem ich die i-Variable zur Steuerung des Blinkens nutze. Und damit wir bei 2 Sekunden anfangen, werde ich jetzt i mit 200 Millisekunden multiplizieren. Und das Gleiche mache ich auch für das Ausmachen der LED. Das ist eigentlich auch schon alles. Und damit wir am Ende sehen, dass wir auch am Ende angekommen sind, und zwar ohne zu raten, werden wir den alten Trick benutzen, indem wir nach der Schleife ein bisschen warten, damit wir sehen können, wann das Arduino in unserer While-Schleife drin ist. Also das wäre diese hier Schleife. Und wann wiederholt er, weil eben diese Funktion Loop sich immer wieder wiederholt. Das muss man ein bisschen auseinanderhalten können. Dann verifizieren wir. Alles gut. Wir laden das hoch. Und jetzt sehen wir auch gleich, dass der Arduino fängt an zu blinken mit relativ langem Intervall, wird aber dann mit der Zeit immer schneller und schneller, bis die letzten paar Mal ist es richtig schnell. Werden wir gleich sehen. Schneller und schneller und jetzt ist er aus. Das ist unsere Pause von 3 Sekunden. Und jetzt fängt er wieder von neu an, weil eben die Funktion Loop nochmal gestartet wurde. Und wir sind wieder in unserer While-Schleife drin gelandet. Jetzt können wir uns auch mal angucken, was passiert, wenn ich diese Zeile hier, die die Schleifenvariable steuert, vergessen sollte. Ich kommentiere sie raus, damit ihr sie aus der Welt verifizieren und wieder hochladen. Und jetzt werden Sie einfach merken, oder wenn Sie es zu Hause ausprobieren würden, dass das Intervall des Blinkens sich überhaupt nicht ändert. Das ist jetzt für unser Programm und für unsere Zwecke nicht fatal. Letztendlich wollten wir aber etwas anderes haben. Und vor allem für ein richtiges Programm ist es natürlich sehr problematisch, weil man nie wieder aus dieser Schleife rauskommt. Und man möchte ja auch irgendwie weitermachen in dem Programm. Das war es auch schon zu unserer While-Schleife. Ich werde das nur schnell mal hier reparieren, damit alles schön ordentlich ist und wieder hochladen. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit beiden Schleifen und bis zum nächsten Video.